Moin, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des App-Duells hier auf Own Galaxy. Heute zusammen mit dem Colin und wir zocken Battleslugs. Genau, und werden mal schauen, wer dort die Nase vorn haben wird. Wir sind jetzt auch direkt im Game. Das Spiel heißt, wie gesagt, Battle Slimes und ist ein typischer Brawler. Das heißt, wir müssen versuchen, den Gegner wirklich zu zerschnetzeln, viele Punkte zu sammeln und letztendlich als erfolgreicher Sieger davonzukommen. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal eine nette Map aus, oder? Was sagst du, Colin? Mach mal einen Vorschlag hier. Ich bin blau, du bist rot, ne? Genau, das ist noch wichtig. Ich bin rot, er ist blau. Auf geht's, welche Map nehmen wir? Wir nehmen diese weiß. Ja, die sieht gut aus, nehmen wir die auch direkt. Wir werden hier auch gleich spawnen. Ihr seht, wir haben zwei verschiedene Button, einmal blau, einmal rot. Für ihn, für mich. Und darüber können wir einfach unseren Charakter springen lassen. Und das ist eigentlich auch schon das Einzige, was wir so machen müssen. Da können wir uns voll drauf konzentrieren. Und ich würde sagen, starten wir direkt mal. Ja, starten wir. Wir müssen quasi die Charaktere, diese Bobble, Blobs, wie auch immer, ja? Die schießen ja die ganze Zeit. Ja. Und wir müssen dann, wir können nur springen, wir können weder die Richtung. Jo, Leute. Jo! Wir können. Jo! Alter. Ich kann auch auf ihn drauf springen, das gibt auch einen Punkt. Oder, ja. Oder ich. Ja. Das heißt, wir können die Richtung gar nicht ändern, so. Wir müssen gegen eine Wand springen, damit sich die Richtung ändert. Genau. Was machst du denn da für verrückte Sachen? Ja! Was war das denn? Ich hab ja, mich selbst. Wie deine Mine. In der Mitte spawnen immer wieder. Ach so, das ist ein Items. Item, eine Mine? Ja, das ist nämlich. Okay, ich hab gedacht, das spawnen immer wieder Items. Ich hab erst gedacht, das wäre so random. Junge! Das spawnen immer wieder Items und die kann man dann einsammeln. Und die geben dann unterschiedliche Power-Ups, die ich jetzt echt mal brauchen könnte, weil das läuft ja überhaupt nicht hier. Also wenn einer einen Punkt abgezogen bekommt, dann bekommt der andere auch einen gut geschrieben. Das heißt, man kann das Spiel sehr schnell drehen, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Oder einmal unaufmerksam hier gewesen. Ja, aber du führst schon wieder. Ja, aber wie gesagt, das geht ganz schnell und schon ist das Spiel wieder gedreht. Das ist aber auch eigentlich das Coole hier dran, ja, weil das Spiel einfach mega dynamisch ist. Das ist mir zu dynamisch hier. Ja. Ich will mal dynamisch gewinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm mal weg da. Oh mein Gott, es sind nur noch 40 Sekunden und ich verkacke. Komm, komm. Komm, ich kann das noch reißen. Glaube ich. Ja, jetzt 4 zu 3. Guck mal, dir fehlt jetzt noch ein Punkt, dann hast du schon wieder gedreht, ne? Ja, das mache ich. Geh weg! Nein! Oh, nein! Ja! Ja, Mann! Ja! Ja, wahrscheinlich. Was? Ich habe immer noch nur 3? Warum? Oh, es ist so spannend. Ich habe so Angst. Nein. Ich habe so Angst, dass du noch irgendwie. Komm her, Mann! Was? Komm her, Mann! Und ja! Oh, spannend. Ohne Scheiß, das ist so cool, dass es so wechselt. Oh, meine Güte. Und man kann das Spiel mit bis zu 4 Spielern spielen. Das wird vielleicht ein bisschen knapp auf dem Smartphone mit ganz vielen Daumen. Aber Tablet. Ja, das wäre eine gute Möglichkeit. Auf jeden Fall cool, dass der Colin mich hier bei dem Video unterstützt hat. Gewinnen lassen hat, wolltest du sagen. Ja, genau. Dass der Colin mich hier gewinnen lassen hat, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ihr könnt auch mal seinen Kanal abchecken. Wirklich coole Videos, hauptsächlich Vlogs momentan. Deswegen schaut dort mal vorbei. Gab es auch ein paar nette Gamescom-Vlogs. In der Videobeschreibung, ja, mit uns. Ich bin da auch dabei, von daher schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ciao.